Mann, so habe ich mir das alles wirklich nicht vorgestellt. Das ist so boring. Immer muss ich hier im Laden stehen und mitverkaufen. Meine Eltern sind scheiße. Nie passiert mal was Spannendes. Hast du was gesagt, Junge? Nö. Das will ich dir auch geraten haben. Du undankbares Stück. Ohne mich würdest du noch immer am Brunnen stehen und ehrbare Leute anschnorren. Oder hinterm Bahnhof den Mund für Fremde aufmachen. Wenn dir also deine Zähne lieb sind, dann pass besser auf, was du sagst. Ist ja gut, Papi. Nenn mich nicht Papi. Nenn mich gefälligst mein Gebieter. So sei es denn, mein Gebieter. Und nun steh gerade, du Flittchen. Da kommt Kundschaft. Guten Tag, wie kann ich? Moment mal. Da ist ja niemand. Doch, Todd. Wuff. Sieh nur, mein Gebieter. Wow, wow. Ein kleiner Hund. Wuff. Dort auf dem Boden. Und er wedelt mit dem Schwanz. Wuff. Ha! Bist du dir sicher, dass das ein Hund ist? Wuff. So sieht doch kein Hund aus. Woher wisst ihr so viel über Hunde? Ich war selbst mal ein Hund, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Wuff. Aber krieg doch nur, oh mein Gebieter. Wow. Es stinkt ganz klassisch. Wuff. Wie ein nasser Hund. Wow, Grabuff. Und wie reizend er bellt. Ich sage dir, irgendwas stimmt mit diesem Hund nicht. Fieb. Vermutlich hat er Läuse oder erwischt sich seinen dreckigen Arsch am Teppich ab, wenn niemand hinschaut. Siehst du? Was macht er denn da? Seine Augen sind blutunterlaufen. Und sie scheinen aus dem Kopf zu kommen. Papa, ich habe Angst. Ich habe auch große Angst. Jetzt dreht sich sein Kopf. Er ist von einem Dämon besessen. Wie unangenehm. Jetzt habe ich mir vor Furcht in den Wanz gepinkelt. Verzeihung, mein Herr. Mir scheinen die Pilze nicht bekommen zu sein. Ich dachte doch wirklich, ich wäre ein räudiger Köter. Da haben sie uns aber wirklich einen Schrecken eingejagt. Ja, wirklich. Mein Vater hat sich voll gepisst, weil er dachte, er würde jetzt sterben. Oh, das stimmt auch. Ich nehme jetzt euer Geld und töte euch danach. Denn ich bin Katzenmann. Ich gebe keinen Fick auf euch Menschen. Das soll wohl ein Scherz sein. Oh, oh, ihr geht oh. Jetzt besser. Sonst rufe ich die Wachen. Na gut, dann gehe ich eben. Aber darf ich vielleicht einen Honigwein haben? Nein, raus! Wuff. Schnurr. Miau. Miau. Sie hörten ein Katzenmann-Hörspiel von Andy Strauß. Bitte beachten Sie die Credits in der Videobeschreibung.